Und nun bei mir im Studio ein Pirat, Vorstandsvorsitzender hier in Berlin, Bruno Kramm. So, was haben Sie denn jetzt dazu zu sagen? Die Leute machen sich eigentlich nicht so viel Sorgen darüber, ne? Sie haben ja nichts zu verbergen. Ja gut, das ist natürlich so generell die Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit ganz viele Menschen sehr naiv glauben, es betrifft sie ja nicht. Aber das Tragische an der Sache ist, je mehr Informationen und Daten gesammelt werden von uns, egal ob es unsere Bewegungsdaten im Internet sind, ob E-Mails analysiert werden, desto mehr entsteht ein gläserner Doppelgänger quasi von uns, über den wir nicht Bescheid wissen, zu welchen Rückschlüssen der dann letztendlich führt. Und es gibt ja auch überhaupt keine Stelle, wo ich jetzt anrufen kann, fragen kann, sag mal, was habt ihr jetzt eigentlich aus unserem Profil von uns für ein Bild? Insofern ist es ein bisschen wie, wenn Sie den Schriftsteller Kafka nennen, in der Prozess, wo er versucht, von Ort zu laufen, rauszufinden, was wissen die über mich? Und es entsteht mehr und mehr ein Bild der Konspiration und dessen, dass dieserjenige Mensch irgendwie verdächtig ist, weil er sich ja verdächtig benimmt. Also so gesehen ist diese Gefahr riesengroß. Ich hatte ein Interview mit dem Herrn Rainer Rupp. Und er hatte auch gemeint, dass wir gar nicht wissen, was es für Entwicklungen geben kann in den nächsten 10 Jahren mit den ganzen Daten, die sie sammeln. Also man weiß es einfach nicht. Naja gut, das ist ja mittlerweile im Big Data-Bereich schon klar. Also es werden unglaublich große Datenmengen gesammelt. Diese Daten können wir sehr positiv in dem positiven Sinne einsetzen, wenn wir sie offen einsetzen und wissen, was wir speichern. Die Sache ist ja die, sobald ich als Konsument entscheiden kann, was von mir öffentlich quasi im Netz vorhanden sein soll, dann ist es eine andere Geschichte, als wenn irgendwelche Informationen, von denen ich nichts weiß, über mich gesammelt werden. Und um auf den aktuellen Fall jetzt einzugehen, wir wissen schon lange, dass wirtschaftliche Unternehmen den großen Geheimdiensten beim Sammeln von Daten behilflich sind. Das war mit den ersten Leaks von Snowden klar, dass es bei Google, dass es bei Yahoo, bei all diesen Anbietern im Netz eine Hintertüre gibt, wo Daten gesammelt werden. Dass aber daraus sogar ein Geschäftsmodell wird, wie im Falle der Vodafone, wo wir jetzt auch wissen, dass diese Tochterfirma Cable and Wireless, dass da wirklich ein Geschäftsmodell daraus entwickelt wurde, ist eine ganz, ganz neue Qualität. Denn es ist vollkommen klar, dass es immer einen Anlass geben kann, dass Daten im Netz einzelne User untersucht werden. Es gibt nun mal wirklich kriminelle Fälle, wo das vonnöten ist. Dass aber anlasslos und dann ein Geschäftsmodell draus gemacht wird, eben in diesem Maße, in diesem massiven Umfang Daten zu sammeln, das ist eine ganz neue Qualität. Wir hatten was Ähnliches, was die Zusammenarbeit der Geheimdienste mit der Telekom betrifft, bereits letztes Jahr. Wir als Piraten hatten auch bereits im September 2013 eine Anzeige beim Generalbundesanwalt aufgegeben, wo es darum ging, eben zu klären, dass die Telekommunikationsanbieter in Deutschland mit Geheimdiensten zusammenarbeiten. Bis heute haben wir leider nur einen lapidaren Abwimmelbrief bekommen. Wir sehen auch hier, genauso wie im NSA-Untersuchungsausschuss, passiert extrem wenig und man versucht natürlich die Dinge, die eigentlich relativ offensichtlich mittlerweile sind, weiterhin unterm Tisch zu halten. Fehlt uns vielleicht ein deutscher Snowden? Ich glaube, der Anfang wäre schon mal einfach nur Snowden nach Deutschland zu holen. Schon das alleine funktioniert ja nicht. Schon da wird ja die ganze Zeit blockiert. Wir brauchen keinen deutschen Snowden im Sinne. Wir müssen die Leaks von Edward Snowden, wir müssen Edward Snowden bei uns vom Bundestag in Untersuchungsausschüssen anhören. Dazu müssen wir ihm Asyl gewähren. Aber genau das findet nicht statt. Und da sehen wir auch, wie weit die Verstrickung ist. Und wesentlich ist, Sie hatten es ja vorangedeutet, was wird man in der Zukunft mit solchen Daten und technischen Möglichkeiten machen können? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt die Weichenstellung vornehmen. Und das betrifft viele Bereiche. Wir müssen endlich eine europäische Datenverordnung haben, die dann auch wirklich gültig ist. Wir müssen anfangen, Verschlüsselungstechnologie als ein Grundverständnis, so wie wir die Türe bei uns zu Hause absperren und nicht jeder reingucken kann, auch bei E-Mails und bei sämtlichen sozialen Netzwerken zu verwenden. Das sind so die elementaren Basics, aber das passiert alles nicht. Und wenn wir uns dann noch anschauen, dass momentan Freihandelsabkommen verhandelt wird, in dem der Datenschutz komplett außen vor genommen ist, dann sehen wir, dass hier unseren Daten Tür und Tor für die gewerbliche, kommerzielle Nutzung der Zukunft geöffnet wurden. Vielen Dank, Herr Kramm. Ich glaube, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Dankeschön.